Schauen wir einen Sprung ins Weinviertel, Ingrid. Ja. Ja, nämlich morgen erscheint das Fotobuch Verschwundenes Weinviertel von Karl und Martin Zellhofer. Und wir haben die beiden bei ihrer Spurensuche begleitet. Ich habe meine Kindheit in einem Weinviertler Dorf verbracht. Zwar meistens nur die Ferienzeit in den 1950ern und in den 1960er Jahren. Und da hatte ich plötzlich irgendwann, diese vergangenen zwei, drei Jahre, die Idee, diesen Spuren der Kindheit nachzugehen. Wenn ich überlege, was es früher alles gegeben hat in den Dörfern, Gasthäuser, Kreisler, verschiedenste Handwerkerbetriebe, die sind ja alle verschwunden. Und das war für mich die Motivation, nachzuspüren, was von dem noch quasi vorhanden ist, aber nicht mehr im Betrieb ist. Pracht und Blüte gibt das außerdem genug. Richtig. Also es gibt viele Weinviertelbände oder Niederösterreichbände, die das Land halt von seiner schönsten Seite zeigen. Wir wollten nicht noch einen machen. Ja, ist so, wie es er sagt. Wir wollten einfach zeigen, was im Verschwinden begriffen ist. Wir sind losgefahren und ganz langsam durch die Dörfer. Und ja, wo was Interessantes zum Fotografieren war, bin ich eben stehen geblieben und habe fotografiert. Sehr schwierig war die Frage nach der Bedeutung gewisser Objekte bzw. nach deren Vergangenheit. Man sieht in den Dörfern kaum Menschen auf den Gassen. Das ist der große Unterschied zu eben einer Kindheit, wo die Dorfzentren total belebt waren. Wir haben verschiedene Interviews gemacht mit Zeitzeugen. Und die Leute haben uns gesagt, das hängt alles zusammen mit der Verkehrsentwicklung, mit der Automobilität, eigenartigerweise. Sie können jetzt einkaufen, nicht mehr in einem Weinvierteldorf irgendwo im Zentrum drin, sondern sie haben Einkaufszentren an den Stadträndern. Und das ist nur mit der Mobilität machbar. Wir haben schon mal ein Buch miteinander gemacht. Ich hätte das ursprünglich nur Korrektur lesen sollen. Ist dann immer mehr und immer mehr und immer mehr geworden. Und nachdem es beim ersten schon mehr oder weniger gut geklappt hat, haben wir beschlossen, auch das zweite machen wir miteinander. Jetzt hat jeder alles gemacht. Wieso? Na, jeder ist losgezogen, hat die Fotos gemacht. Ja. Jeder ist losgezogen, hat die Interviews gemacht. Ja, schon. Ich habe mehr Schriftliches getan als du. Das stimmt, ja. Er hat meine Interviews durchgelesen, hat sie verbessert und wir haben endlos lang über die Fotoauswahl diskutiert. Und wie Sie sehen, wir fallen uns auch gleich wieder ins Wort, wenn es darum geht. Er hat mehr Zeit. Na, logisch, ja. Und merkt man auch, dass Großteil der Bilder von ihm kommen? Und ich glaube, ich bin textlich besser. Er ist textlich besser, ja. Aber es ist ihm gelungen, ich muss ihn loben. Danke. Ja. Auch deine Bilder sind sehr schön. Danke. Der Prozess schreitet ja weiter fort. Es verschwinden ja nach wie vor Gasthäuser, es verschwinden ja nach wie vor Bahnhöfe. Was wir jetzt bewahrt haben, ja, möglich, dass das in 10 Jahren nicht mehr vorhanden ist. Aber sie finden noch genug Spuren im Weinviertel. Man könnte noch 2, 3 Bildbände machen. Ich denke, wenn es den Leuten gefällt, dann hat es ja unseren Zweck erreicht. Vielleicht suchen die Leute bewusster die Spuren dieser Vergangenheit, die wir aufgespürt haben.